Fest steht aber, dass sich in Recklinghausen was ändern wird. Wer dort umweltbewusst bislang auf sein Auto verzichtet und stattdessen auf Carsharing gesetzt hat, der wird sich bald umschauen müssen. Green Wheel hat jahrelang für Mobilität in der Stadt gesorgt und zieht sich jetzt auch dort zurück. Keine Autos mehr, die man nur für so ein paar Kilometer mal eben schnell leihen kann. Das betrifft Menschen wie unsere WDR-Kollegin und Radiojournalistin Andrea Groß. Sie ist entsprechend sauer. Für einen aktuellen Reporter-Einsatz braucht es keinen eigenen Wagen. Im Homeoffice wird über die App schnell ein Auto gebucht. Fußweg zum nächsten Greenwheel-Parkplatz etwa 15 Minuten. Alles andere ist Routine. Seit vielen Jahren nutzt WDR-Reporterin Andrea Groß Carsharing in Recklinghausen. Und fast immer hat sie einen Wagen kurzfristig bekommen, selbst bei eiligen Einsätzen. Ich bin Kundin, glaube ich, seit der ersten Stunde, seit über 20 Jahren bei Greenwheels. Und ich miete nicht oft ein Auto. Und das klappt eigentlich immer. Bisher hat es zweimal nicht geklappt, dass also keins für mich zur Verfügung gestanden hat. Die Greenwheels-Kundin hat deshalb nie daran gedacht, einen eigenen Wagen zu kaufen. Öffentlicher Nahverkehr und Carsharing reichen ihr. Der Weggang ihres Anbieters aus Deutschland und aus ihrer Heimatstadt Recklinghausen nimmt sie fast persönlich. Doof, doof, doof. Ich habe gedacht, ich hätte jetzt die Verkehrswende tatsächlich für mich schon geregelt. Und der zweite Gedanke war, jetzt musst du wirklich für die letzten Berufsjahre noch ein Auto zulegen. Oder du musst halt ganz einfach sagen, ich kann einen bestimmten Termin nicht wahrnehmen oder eine bestimmte Berichterstattung nicht machen, weil ich da nicht hinkomme. Beim Eigentümer des Carsharing-Anbieters, dem Volkswagen-Konzern, gab es jüngst eine strategische Entscheidung. Die Greenwheels-Flotte mit den Benzinern ist nicht zukunftsfähig. Außerdem können die Kunden nur von einem festen Parkplatz buchen und müssen auch dort wieder zurück. Die Zukunft für das neue Carsharing ist bei VW dieser Anbieter, ReShare. Hier steigen die Kunden da ein, wo sie einen Wagen finden, wie bei E-Scootern, und steigen am Ziel aus und die Buchung endet. Free Floating heißt das. Volkswagen begründet die Entscheidung gegen Greenwheels folgendermaßen. Greenwheels wird zum Ende des laufenden Jahres das Geschäft in Deutschland beenden und sich auf den Heimatmarkt in den Niederlanden konzentrieren. Hintergrund ist der Fokus des Volkswagen-Konzerns auf das Free Floating-Angebot von Elektrofahrzeugen über die Marke ReShare in ausgewählten Städten. Und Recklinghausen zählt eindeutig nicht zu den ausgewählten Städten, ist offenbar mit 110.000 Einwohnern zu klein. Die Entscheidung des Volkswagen-Konzerns gegen Greenwheels hat alle im Rathaus überrascht. Es gibt entsprechende Untersuchungen und beim Umweltbundesamt, wo man sagt, Städte über 50.000 Einwohner, ist das auf jeden Fall ein lohnenswertes Angebot. Wir werden da jetzt auch nicht einfach zuschauen, dass Greenwheels verschwindet, sondern wir werden jetzt aktiv mit unseren Fachleuten auf andere Anbieter zugehen. In den größeren Städten im Ruhrgebiet gibt es ja sogar mehrere Anbieter. Und natürlich versuchen, den Standort Recklinghausen, den auch schmackhaft zu machen. Ohne Carsharing erreicht Reporterin Andrea Groß solche Einsatzorte künftig nicht mehr so einfach. Immer wieder hat sie über Proteste rund ums Kraftwerk Datteln berichtet. Für einen Dienstwagen vom WDR ist der Umweg zu groß. Wenn hier was Aktuelles ist, große Demo oder Kranbesetzungen oder was weiß ich, dann will der Sender auch schnell beliefert werden. Das heißt, ich muss dann innerhalb kürzester Zeit hier sein. Und dafür war das Mietauto einfach immer eine tolle Angelegenheit. Ohne Carsharing-Anbieter überlegt sich Andrea Groß, einen Kleinwagen anzuschaffen. Außer es gibt Interessenten, die Greenwheel-Standorte wie hier in Recklinghausen übernehmen. Ja, im Vergleich zu anderen Metropolen ist das Ruhrgebiet aber generell schlecht aufgestellt in Sachen Carsharing. Professor Jochen Gönsch forscht und lehrt an der Universität Duisburg-Essen genau zu diesem Thema. Und Sie haben mir vorab gesagt, dass das Problem ist, wir sind ein zu ländlicher Raum im Ruhrgebiet mit 5 Millionen Einwohnern im Ballungsgebiet und x Städten. Wie muss ich das verstehen? Ja, das ist tatsächlich, was man in der Branche sagt, die Stimmung dort. Das Ruhrgebiet ist flächenmäßig sehr, sehr groß, sodass sich die Einwohner eben auf eine große Fläche verteilen und wir also pro Quadratkilometer eine vergleichsweise geringe Einwohnerzahl haben. Und das macht den Betrieb von vielen Sharing-Systemen sehr, sehr schwierig. Ein Free-Floating-Carsharing gibt es ja im Ruhrgebiet zum Beispiel gar nicht. Stationsbasiertes Carsharing gibt es einige Anbieter in ein paar Städten. Greenwheels war einer davon. Das heißt also, was müsste sich ändern, damit man auch im Ruhrgebiet attraktiv ist für solche Angebote, die ja letztlich dann auch wirklich gut zum Klimaschutz beitragen? Ja, das ist tatsächlich schwierig, wenn man jetzt aus Sicht von einem Free-Floating-System, die funktionieren so wie die Roller, also man kann ein Fahrzeug leihen und abstellen an beliebigen Orten. Wenn man aus so einer Sicht schaut,
dann müsste sich entweder ändern, dass die Leute viel mehr Geld dafür bezahlen, als das bisher der Fall ist, oder dass das Ruhrgebiet eine höhere Dichte hat. Beides ist, glaube ich, absolut unrealistisch. Und bei den Stationsbasierten ist es ein bisschen anders. Da ist ein ganz wesentlicher Hebel der private Pkw-Besitz und ob man bereit ist, darauf zu verzichten. Und auch der ist im Ruhrgebiet sehr hoch, sodass ich das wenig sehe. Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Also ist auch wirklich so, jeder von uns hat sozusagen ein Auto und das ist anders als in anderen Metropolen wie in Berlin, wo dann mehr aufs Fahrrad oder was auch immer gesetzt wird. Und da funktioniert das dann eher mit dem Carsharing? Ganz genau. Wenn Sie viele Leute haben, die kein eigenes Auto besitzen, die eine Jahreskarte haben vom ÖPNV, die Fahrrad fahren, dann haben Sie Kunden für ein solches Sharing-System. Aber wer ein eigenes Auto zu Hause hat, wird kein Sharing-Kunde werden. Das ist schlecht. Ich bleibe noch mal beim Stichwort Klimaschutz. Also könnten die Städte denn nicht eine gute Ladeinfrastruktur zum Beispiel aufbauen für E-Commerce und eben E-Carsharing-Systeme, um dann letztendlich damit auch was zum Klimaschutz beizutragen? Ja, natürlich. Das ist ein weiterer Punkt. Bei diesem stationsbasierten Carsharing, wie es Greenwheels war, ist ja in einem Auto ein fester Parkplatz zugeordnet. Das heißt, ich als Kunde gehe zu diesem Parkplatz, nehme das Auto von dort und fahre es wieder nach dorthin. Wenn jetzt neben dem Parkplatz eine Ladesäule steht, könnte das Auto problemlos ein Elektroauto sein und der Kunde steckt es eben nach dem Fahrtvorgang wieder an die Steckdose. Das Problem ist, diese Ladesäulen zu bauen, ist für die Anbieter sehr, sehr teuer. Sie müssen im Prinzip eine neue Infrastruktur schaffen. Professor Jochen Gönsch von der Universität Duisburg-Essen, Dankeschön für diese Informationen. Gerne.